Modelleisenbahnfreunde. Ich begrüße euch zu einem weiteren Faller-Video auf meinem Kanal und heute geht es unter anderem um die Eisengeländer. Das wäre der Artikel 27.24.04 und um das Luftschiff Wickhühler mit der Artikelnummer 22.24.11. Zunächst widmen wir uns aber um die Eisengeländer. So, dann wollen wir mal die Eisengeländer auspacken. Die Verpackung beinhaltet zwei Spritzlinge, wobei das Eisengeländer im Dunkelgrau gehalten wurde. Das wäre der komplette Inhalt der Verpackung. Ja, und die werde ich jetzt auf der Anlage verbauen. Und wenn das fertig ist, werde ich euch den Zustand der Eisengeländer auf der Anlage zeigen. Weiter geht es mit dem Wickhühler Luftschiff. Wollen wir mal das Modell auspacken. Modell enthält 25 Einzelteile in zwei Farben, eine Fensterfolie und eine Dekofolie sowie eine Bauanleitung. Natürlich wird empfohlen, den Fallexpert Plastikkleber zu verwenden. Das Luftschiff hat die Abmaße 360 x 93 x 115 mm. Bedienungsanleitung, die Fensterfolie, die Deko, nun die Spritzlinge, die Gondel, Motoren, Seitenleitwerke sowie die Propeller und das Fahrwerk, die Seiten- und Höhenruder. Und natürlich der große Korpus des Zeppelins. Ja, der Zeppelin ist auch zusammengebaut und aufgehangen. Das Modell war sehr einfach zum Zusammenbauen. Und ist auch schön bedruckt. Der Wickhühler-Aufdruck ist schön klar zu sehen. Und überhaupt nicht verpixelt oder körnig. Genauso wie die Beschriftung hinten am Heck. Der fliegende Musketier und oben die amtliche Nummerierung des Zeppelins. Des Weiteren hatten wir uns in dem Video mit dem Eisengeländer 27.24.04 beschäftigt. Dies ist jetzt hier auf der Anlage verbaut. Direkt vor dem Weinberg. Und hier hinten die Stiege hoch zum Hotel. Ich finde, das Eisengeländer macht sich ja gut vor dem Weinberg. Obwohl so filigran gearbeitet ist, lässt sie sich gut festkleben. Gefällt mir sehr gut persönlich.